Jetzt ist es da. Hallo und herzlich willkommen bei Betzmann Galvanik. Heute geht es ums Thema Rhodinieren, Rhodium. Rhodium ist ein guter Anlaufschutz für Silber. Es gibt ja auch Modeschmuck in Rhodium oder wenn man Silber, was halt anläuft, einen sogenannten Anlaufschutz verpassen möchte, kann man rhodinieren. Man kann auch direkt rhodinieren. Gold kann man rhodinieren. Man kann es versuchen auf Kupfer oder Nickel. Klar, Nickel ist jetzt im Schmuckbereich weniger interessant, aber letztendlich würde das Rhodium ja auch das drunterliegende Nickel wieder abdecken. Man kann es vergolden, rhodinieren, gibt also verschiedene Zwischenschritte. Ich habe jetzt hier so ein Amulett, das ist jetzt Edelstahl, leicht gebürstet, also jetzt nicht hochglänzend. Und der Kunde möchte das in Rhodium haben. Und ja, habe ich jetzt hier vorvergoldet, klar, übliche Handhabung, ich zeige es nochmal ganz kurz. Minusklemme dran, wenn es natürlich noch feiner gehen soll, ja, und keine Kratzer und so weiter, Kupferklemme, ja, Edelstahlklemme muss man aufpassen, auch dass sie jetzt hier schon so leicht rostig ist, muss man sie einfach irgendwann mal tauschen. Ungefähr um die 4 Volt, Pluskabel, Elektrode, und zwar die Platinelektrode, Stoffpad dran, sogenannten Tampon, und 8 Gramm Gold, Pink. Deshalb ist es Kobalt gehärtet, also hat auch eine Oberflächenhärte. Fahr hier drüber, klar, jetzt nochmal nachvergolden. Ist jetzt natürlich, macht es optisch wenig Sinn, technisch ja. Also einfach richtig schöne Goldschicht drauf. Ja, man sieht, es geht hier überall in jede Ecke, Ritze, Kante. Ja, also die Stoffpads und die Fasern, die arbeiten schon alle Seiten ab. Von dem her kommt man überall dran. Ich sag mal, wo man hinschaut oder hinsehen kann, da schaffe ich es auch mit dem Auge. Spül mit destilliertem Wasser. Gründlich abspülen. Wie gesagt, immer schön über den Becher arbeiten, ja, dass einfach das Gold immer wieder zurückfließt. Das, was sich nicht verbraucht hat, fängt man wieder auf. Wenn man große Teile hat, einfach eine größere, saubere Wanne drunter schieben und dann entsprechend jeweils für das Elektrolyt auffangen. So habe ich weniger Materialfluss. Es gibt ja noch den Eindicker. Damit kann man das richtig dick machen. Bionik. Dann läuft es nicht weg. Könnte ich also auch über Kopf arbeiten. So, Thema Rhodium. Auf Gold. Obwohl die Gold vergolden ist natürlich auch schon eine optische Aufwertung, gell? Gerade wenn man Silberschmuck hat, der ständig anläuft, wenn man einen trägt und Silber wird immer schwarz und ja, dann haben die Leute irgendwann mal keine Lust mehr. Oder Messingschmuck, wenn man halt irgendwann mal im Urlaub ein Amulett kauft, was richtig schön ist, aber dann irgendwann mal richtig hässlich wird. Oder Messinglampen, ja, Messing an sich immer entfetten, hin und wieder mal aktivieren und dann vergolden. Das sind die drei Schritte. Also Rhodium. Wenn man sich noch nicht so bewusst ist mit Rhodium, wie schnell ist es, man hat noch keine Erfahrung, dann immer mit Minimum 2,7 Volt. Ja, genau, dann kann man ja sehen, geht es gut, geht es zu langsam, dann kann man es schrittweise erhöhen, als wenn man hier mit 8, 9 Volt dran geht und dann wird wieder alles schwarz. Graphitelektrode ist immer die optimale Wahl, weil das einfach nichts abgibt, die ist neutral. Ja. Sollte sich die Graphitelektrode mal leicht auflösen, es dauert, das ist nicht so, dass die morgen früh da komplett zerlegt im Elektrolyt schwimmt. Deshalb natürlich auch mal rausnehmen, aber sollte sich das Elektrolyt irgendwann mal schwarz einfärben, dann macht das nichts. Abgeschieden wird nur das Ion, von dem her ist es nicht dramatisch, wenn das Graphit immer ein bisschen was abgibt. Also nicht verzweifeln, wenn das Elektrolyt leicht schwarz wird, auch wenn mal Fuseln oder Staub oder sowas da drin rumschwimmt, das macht dem Elektrolyt gar nichts. Sollte es mal zu kalt gelagert sein und es bilden sich Kristalle, kann man es bei 60 Grad wieder aufkochen, zersetzt sich, kann man wieder. Ja. Also mein altes schwäbisches Gedankengut, ja, nichts wegschmeißen, ne? Nichts verkommen lassen, immer wieder nochmal schauen, dass man es aufbereitet und dann verarbeitet. Und wenn man dann merkt, es funktioniert nicht, dann kann man sagen, okay, dann muss man das Elektrolyt tauschen. Wichtig ist auch, wenn der Stoffpad mal zu fertig aussieht, ja, und der auch nicht mehr richtig sauber abgeben kann, dann muss man den irgendwann mal versuchen, warm auswaschen oder man ersetzt ihn, gell? Also da darf man nicht knickern. Weil die Leute immer sagen, Schwaben sind so geizig, das stimmt aber nicht, ja, also wir geben gern, aber wir überlegen es uns halt vorher an wen. So, also, das lernt natürlich jeder, ne? Ich weiß, ist klar. Also, Gold und jetzt mit Rhodium drauf. Kleine kreisende Bewegungen. Schauen. Ja, man merkt, man sieht, es wird schon langsam gräulich. Legt sich an. Drehen. Kann natürlich, wie gesagt, auch über Rhodium wieder drüber vergolden, über Gold wieder rhodinieren und versilbern und. Um einfach mal zu schauen, welchen Ton möchte ich überhaupt. Ja, habe ich eine Vorstellung? Habe ich ein Vergleichsprodukt? Ja, wenn ich verschiedene Töne suche, ob man dann kann man es auch mischen.
Zum Beispiel weißes Gold mit normalem Gold, Weißgoldmixer, Goldweißer. Ja. Gibt es also verschiedene Möglichkeiten, um das anzupassen. So, rucki-zucki. Auch der Hinweis immer wieder: je länger man beschichtet, desto dicker wird die Schicht. Ja, ist auch klar. Je länger ich da also drüber fahre, desto dicker wird es. Ich kann es jetzt natürlich hier auch im sogenannten Tauchbadverfahren, ja, also im kleinen, ja, Baden für Arme. Nee, Baden für Trickreiche. Und wisst ihr warum? Weil es einfach so ist, dass ich hier mit dieser einfachen, simplen Technik Dinge machen kann, die mittlerweile in der Großgalvanik oder in der normalen Galvanik fast gar nicht mehr machbar sind. A, weil man die Elektrolyte nicht immer vorrätig hat und weil man kein Bad vorhanden hat. Das heißt, entweder sammelt man die Aufträge, ja, und wartet, bis genug da ist, und dann legt man sich das Elektrolyt zu und macht ein Bad, und dann taucht man das ab mit dem Risiko, dass die Kunden unheimlich lange warten müssen und langsam dann einmal auf die Füße steigen. Ja, oder man halt Risiko fährt und sagt, okay, man holt sich das Elektrolyt, arbeitet die Sachen ab und zahlt vielleicht dann am Schluss draus. Ja, wenn ich immer rechne, ich brauche zum Beispiel 30, 40 Liter, jetzt kommt drauf an, ja, oder 10 Liter Material und zahlt Tausende von Euro. Nehmen wir mal zum Beispiel 5.000 Euro, der Auftragswert liegt aber bei 4, dann habe ich 1.000 Euro in dem Bad rumliegen und muss schauen, dass ich Aufträge generiere. Ja. Und wir können natürlich immer, wie man sieht, hier im kleinen Rahmen mit 20 Milliliter, ja, können wir hier Dinge zaubern, ob das jetzt Silber ist, ob es Chrom ist, ob es Palladium, ob es Platin ist. Ja, wir können jeden Kunden bedienen. Ja. Wir müssen nicht extra ein Bad ansetzen, wir müssen kein Personal abstellen, wir brauchen keine Zertifizierung nach DIN ISO 9000, wir brauchen keine Gefährdungseinstufung, dass der Mitarbeiter geschult wird und dann noch 2 Wochen auf den Lehrgang geht, ja, wo er sowieso nur Kaffee trinkt und mittags Kaffee und Kuchen bekommt und dann mit dem Zertifikat wieder nach Hause fährt und dann nochmal sowieso komplett eingelernt werden muss. Ja, das haben wir alles nicht. Einfach Elektrolyt, ja, Plus-Minus-Kabel, die entsprechende Elektrode und fertig. Ja. Und so kann man unheimlich viele Sachen machen. Zum Beispiel auch, wenn man eine Bemusterung machen möchte, dass man sagt, man möchte den Teil einfach mal versuchen, wie es wirkt, ja, wie es aussieht, wie das Metall reagiert, ob Rostschutz da ist, ob man selber verchromen oder ob man selber vergolden kann, wie das Gold reagiert, ja, wenn man auch Versuchsreihen hat oder Kunden bemustern möchte, bevor man es immer wegschickt. Ja, das ist ja natürlich auch eine Sache. Also rundum mit Rhodium beschichtet. Wie gesagt, der Glanz kommt von Untergrund, ja, das muss man auch immer berücksichtigen. Je hochglänzender die Grundfläche ist, desto glänzender kommt auch die Beschichtung raus. In dem Fall war es matte Sahne. Man sieht auch, wenn man so gegen das Licht hält, dass es dann halt jetzt endlich so eine Art, ja, mattiert, satinierte Sache war. Aber letztendlich ist der Erfolg da. Wir haben es rodiniert. Ja. Es ist sofort fertig. Man muss da also auch nichts trocknen. Man kann es am Schluss nochmal schön mit einem sauberen Mikrofasertuch ein bisschen auf Glanz polieren. Mikrofasertuch, ja, hat immer einen guten Poliereffekt. Darf man nicht unterschätzen, die Biester. Ja. Ich habe neulich jemanden da gehabt. Korkenzieherartige Fasern, die sich durch die Poren nochmal durcharbeiten und dann entsprechend hier ihre Arbeit verrichten. Ja? Teilweise schon den Chrom vom Wasser runterholen. Ja? Gut, also in dem Sinne, Rhodium. Was machen wir mit dem Zeugs da, was hier rumliegt? Stoffpad abziehen, in den Becher. Kleinen Moment. Deckel holen, luftdicht verschließen. Ja? Vorne draufschreiben oder hier mit dem Etikett. Wer bei mir Samen bestellt, einfach mal kurz dazu schreiben, wenn er ein Etikett braucht. Ich schicke mal eins mit. Ja, luftdicht verschließen. A, damit, falls mal was umfällt, da nichts rausläuft, dass man den Becher schön sauber machen kann, dass das Stoffpad nicht austrocknet. Muss nicht viel Elektrolyt drin sein. Den kann man auch feucht lagern. Schön draufschreiben, was drin ist. In die Ecke stellen. Fertig. Die Graphitelektrode jetzt hier in dem Fall. Schön sauber machen mit Wasser. Trocknen lassen, kann ich wieder für alles Mögliche, Roségold und so weiter, kann ich wieder einsetzen. Ja, alles andere, was wir hier haben, Gold, auch zudrehen, weil es immer so, ja, manchmal einen Becher so zu und der Mitarbeiter hebt den Becher an und möchte ihn transportieren, und dann haben wir den Salat, ja. Ich freue mich nicht, ja. Also jede ausgelaufene Substanz ist nicht schön. Also auch wenn ich dann wieder verkaufe, aber das ist wirklich nicht so. Das gönne ich echt keinem. Das muss nicht sein. Wichtig ist, das Gold soll sich verbrauchen durchs Auftragen und ihr sollt Geld verdienen durchs Beschichten. Und durch manche kleinen Fehler, die man macht oder Leichtsinn,
verliert man manchmal Material. Deshalb nicht so viel Becher hier rumstehen lassen, alles schön sauber machen. Hier auch die Fläche schön sauber machen. Wenn sich mal leichter Rostansatz bildet, weil es sind gelöste Salze, richtig schön sauber machen. Hier auch die Klemme abziehen ist ganz wichtig, weil da läuft ja das Elektrolyt auch rein. Und einfach kurz mit Wasser spülen und es irgendwo dann lagern zum Trocknen lassen oder halt abtrocknen. Ne? Funktioniert dann an sich ganz gut. So, wer noch Fragen hat, jederzeit melden, vorbeikommen, Dinge schicken zum Bemustern oder mir eine E-Mail schicken. Wie gesagt, ich bin mir bewusst, dass ich am Telefon ganz, ganz schlecht erreichbar bin, aber auf jede E-Mail, WhatsApp und Facebook und so und natürlich im Termin jedem zur Verfügung stehe. Ich finde es immer wichtig, dass wenn es konkret wird, dass man dann halt einen Ansprechpartner hat, der schnell reagiert. Und ich bin halt derjenige, der schriftlich sehr schnell reagiert. Also ich bin immer per WhatsApp und E-Mail erreichbar und reagiere sehr schnell. Das können die meisten oder fast alle meine Kunden bestätigen. Ich habe jedem geholfen, bei jedem klappt es. Ich habe auch ein gutes Netzwerk. Das heißt, wenn irgendwas mit einer anderen Technik machbar wäre, habe ich noch etliche Verfahren zur Verfügung, wo Kunststoff, Glas, Holz beschichtet werden kann, verchromt werden kann, vergoldet werden kann. Von dem her habe ich da also 15-jährige Erfahrung mittlerweile, wo ich wirklich jedem mit Rat und Tat zur Seite stehe. Da denke ich, kann man, wie gesagt, mal auf einen kurzen telefonischen Kontakt verzichten. Wie gesagt, per E-Mail sind auch sehr viele Fragen geklärt, wenn es zum Beispiel um ein Angebot geht, wo man sagen möchte, hier, ich habe ein Kunststoffteil von einem Motorrad, das hätte ich gern verchromt, da brauche ich die Optik, ich muss sehen, was ist da drauf, ist es lackiert, ist es verchromt, ist es verrostet, ist es zerkratzt, das nutzt mir nichts, ganz ehrlich, wenn man mir am Telefon halbe Stunde lang dieses Ding erklärt, ja, da gibt es Spiele, wo man die Augen verbindet und man sich gegenseitig abtastet, ja, das ist die Nase und die Ohren, das ist immer ganz lustig, aber wenn man mir am Telefon erklärt, ich habe da eine Harley oder ich habe ein Moped XY, E35, 480, Baujahr 68 und ich hätte gerne die Verkleidung und da habe ich wirklich, sorry, ich habe keine Ahnung von der Materie, ich habe mal Autos, ich habe mal Flugzeuge, ich habe Brauereikessel, ich habe Schlüsselanhänger, ich habe unterschiedlichste Telefone und Tablets hier, ich habe bei bestem Willen keine Ahnung, von was manche Leute reden. Das ist wirklich so, weil jeder Fachmann hat natürlich da sein Metier und ich bin jetzt nicht, ich soll nicht allwissend und auch nicht allumfassend überall eingewiesen. Also das zum Beispiel Grüngold, wer das mal nochmal sehen möchte. Ja, jetzt im Vergleich zum Gold zeige ich mal kurz hier ein vergoldetes Rohr. Ja, das ist ein Metallteil, char gelitten. Ja, Gelbgold, 24 Karat, Grüngold kann man mixen, Weißgold kann man machen, Schwarzchrom. Zeige ich nochmal, schwarzes Ruthenium oder Schwarzchrom. Ja, ist alles machbar, alles möglich. Champagnergold, kann man verschiedene Töne herstellen. Ja, oder jetzt hier zum Beispiel versilbert. Ja. Könnte ich jetzt auch nochmal Silber machen, zum Beispiel diese Plakette, das Amulett. Und dann wäre das okay, nur dann fängt es wieder beim Tragen an schwarz zu werden. Ja. Also wie gesagt, Möglichkeiten sind viele da. Und bei Fragen einfach melden. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit.